Manchmal habe ich den Eindruck, als dürfe es in unserer westlichen Gesellschaft, vielleicht sogar in der Gesellschaft weltweit, denn wir sind ja alle gleich. Ich sage ja auch immer, wir sind als Seele alle gleich. Keiner ist mehr wert, keiner ist weniger wert. Aber trotzdem gibt es Menschen, die auf diesem Planeten bestimmte Fähigkeiten haben, bestimmte Dinge besser können als andere. Und es scheint so, als wäre das nicht mehr erlaubt. Als wäre das, ja, als wäre das nicht nur unangenehm, als wäre das wirklich nicht mehr erlaubt. Jeder muss gleich sein. Jeder muss gleich sein. Klar, alle Seelen sind gleich, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Keiner ist mehr wert als der andere. Gleichzeitig gibt es aber auf diesem Planeten Menschen, Seelen in dem menschlichen Körper als Avatar, die bestimmte Fähigkeiten haben, die andere nicht haben. Manchmal sind es angeborene Talente, vielleicht große Musiker, ne? Große Musiker, Menschen, die besonders gut Musik machen können oder unheimlich gut sind in Mathematik. Manchmal auch wirklich alte Seelen. Manchmal sieht man das auch. Ich hatte vor einiger Zeit auch schon mal gesprochen über einen ganz jungen russischen Pianisten. Ein kleiner Junge, 5, 6 Jahre alt. Er spielt. Das ist unfassbar. Für mich ist es klar, dass es sich dabei um eine alte Seele handelt, die in einem jungen Körper wiedergeboren wurde, weil sie vielleicht noch mehr Freude und noch mehr Musik auf diesem Planeten verbreiten möchte. Eine alte Seele jetzt in einem ganz jungen Körper, der spielt, als sei es jemand, ja, der 50, 60, sogar 70 Jahre alt ist. Der spielt, als hätte er sein ganzes Leben nichts anderes getan und er ist erst 5 Jahre alt. Für mich ist klar, das kann nicht anders als eine alte Seele sein. Und trotzdem wird uns erzählt, dass, und ich rede jetzt nicht über die Seele, sondern ich rede wirklich über diese Fähigkeiten auf diesem Planeten, dass keiner von uns mehr besonders sein darf, besonders herausragend. Doch, es gibt Menschen, die sind besonders herausragend in dem, was sie tun. Meistens geht dem, und das gilt übrigens auch für diesen jungen Pianisten von 5 Jahre alt, er übt den ganzen Tag. Ich hatte mir seine Geschichte mal angeschaut. Er übt stundenlang. Ohne Üben geht es nicht. Aber ihm macht es Spaß, weil, ja, es seine Seele das möchte. Nichts erreiche ich. Kein Erfolg kommt ohne Schmerzen. Es spielt keine Rolle, an was ich arbeite, auch wenn ich an meine eigene Seele arbeite, an meine Aufgaben, die ich zu erfüllen habe. Erfolg geht immer einher mit ganz, ganz, ganz viel Arbeit und auch mit ganz vielen Schmerzen. Keiner läuft einen Marathon, ohne dafür zu üben. Keiner wird Weltmeister, egal in welchem Bereich, ohne ganz viel zu üben. Keiner wird ein Weltklasse-Pianist, Gitarrist, Violist, Dirigent, ohne lange Jahre dafür zu üben. Keiner wird ein herausragender Schauspieler, ohne täglich zu üben, vor dem Spiegel zu stehen, vielleicht eine Schauspielschule zu besuchen, sein Leben diesem Schauspiel zu widmen. Es gibt einige herausragende Schauspieler, die wirklich jede Rolle spielen können. Bühnenschauspieler, aber auch Filmschauspieler. Ganz andere Kriterien übrigens, Bühne und Film, ne? Ganz andere Art und Weise zu schauspielen. Es gibt Menschen, die sind so gut in ihrem Fach, die können jede Rolle spielen. Eine sehr lustige, eine sehr traurige, ein Psychopath, was auch immer. Sie können einfach alles spielen, weil sie so gut sind in dem, was sie tun. Das Gleiche gilt für Pianisten, Gitarristen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Mathematiker. Menschen, die viel, viel, viel Zeit aufbringen, können ganz Großes leisten. Und meiner Meinung nach darf das auch gewürdigt werden. Nicht das Mittelmaß ist das Ziel. Nicht das Mittelmaß ist das, woran wir uns orientieren. Nein, wir sollten uns immer an das Große orientieren. An das Ganze, an das ganz, ganz Große. An die Besten. Die Allerbesten sollten für uns Vorbild sein. Ja, wir sollen alle gleich sein. Und auch die Schlechtesten, die vielleicht auch nicht geübt haben und das Talent auch nicht haben, auch die sollen heute belohnt werden. Es gibt heute auch Preise für die Schlechtesten, die Trostpreise.
die Preise fürs Mitmachen. Jeder, der irgendwo dran teilnimmt, bekommt einen Preis. Ich finde, wir dürfen das Herausragende, die herausragende Leistung, egal in welchem Bereich, die dürfen wir ruhig wertschätzen. Die dürfen wir auch sehen und wir dürfen uns auch daran orientieren. Wie gesagt, keiner erreicht ganz Großes, ohne dass er dafür auch ganz große Schmerzen durchstehen muss. Ohne dass er in einer Situation ist und sagt, ich wäre jetzt viel lieber mit den anderen Kindern draußen, aber ich sitze hier drin und sitze am Klavier. Ich mache es, weil es mir Spaß macht, aber auch, weil ich sehe, was ich dann bekomme. Schlittschuhläuferinnen. Als Kind gab es auch einige bekannte Schlittschuhläuferinnen, ne, die auch später, Katharina Witt zum Beispiel, hat auch später darüber erzählt, wie schwer es manchmal war, wie weh die Füße tun, Balletttänzer auch. Ja, sie machen ihren Körper teilweise auch kaputt. Tennisspieler, die auch wirklich in jungen Jahren mit 60 teilweise nicht mehr laufen können, weil sie alle möglichen Wehwehchen haben und Schmerzen. Der Körper kann natürlich nur bestimmte Dinge mitmachen. Und ich gehe mit meinem Körper in einer solchen Situation bis an die Grenze. Dafür darf ich belohnt werden. Dafür, dass ich anderen Menschen auch so viel Freude bringe, so viel wunderbare Musik, so viel wunderbares Schauspiel, so ein wunderbares Tennisschauspiel oder auf Schlittschuhen, Eiskunstlauf, wunderschön, dafür darf ich belohnt werden. Nein, ich bin nicht Mittelmaß, ich bin eine der Besten, wir sind eine der Besten, wir sind ein Team, wir gehören zu den Besten, darauf darf ich stolz sein. Darauf darf ich wirklich sehr, sehr, sehr stolz sein, denn ich habe auch etwas dafür getan. Ja, manche tun ganz viel und erreichen das nie, andere tun viel weniger und erreichen es viel einfacher. Das ist die Ungerechtigkeit des Lebens. Dieser Planet ist nicht gerecht. Dieser Planet bietet Chancen für alle, wirklich für alle. Ich kann aus meinem Leben alles machen. Es gibt Menschen, die sind wirklich aus sehr, sehr schwierigen Situationen herausgekommen und haben Großes erreicht. Und dann gibt es Menschen, die finden sich damit ab und sagen, ich komme aus einer schwierigen Familie, ich kann sowieso nichts tun, also bleibe ich so, wie ich bin. Wir haben es selbst in der Hand. Jeder von uns hat es selbst in der Hand. Und wie gesagt, wir dürfen stolz darauf sein, wenn wir das erreicht haben. Und wir dürfen auch stolz darauf sein, auf diejenigen, die da für uns das leisten, die uns Freude und Glück bringen, wo wir sehen können, das ist ein wunderbarer Film, den müsst ihr gesehen haben. Das ist ein wunderbares, klassisches oder modernes Konzert. Das ist ein ganz toller Gitarrist, den müsst ihr gesehen haben. Der ist einfach herausragend. Denn es sind noch keine Meister vom Himmel gefallen, wirklich nicht. Und das Gleiche gilt übrigens auch für einen guten Dachdecker oder für einen guten Koch. Es gilt für alle Bereiche. Es spielt keine Rolle. Wenn jemand ein Restaurant hat und er tut das Allerbeste, er möchte, dass seine Gäste nicht nur zufrieden, sondern glücklich aus seinem Restaurant rausgehen. Er möchte die allerbeste Qualität und er sucht überall nach den allerbesten Produkten. Das dürfen wir würdigen, das dürfen wir schätzen. Und ja, dafür darf er dann vielleicht auch ein bisschen mehr verlangen. Vielleicht ist der Preis höher als bei dem Imbiss an der Ecke. Übrigens auch da kann man manchmal gut essen. Meine Lieblingspommesbude ist hier in der Region. Das sind die besten, meiner Meinung nach, die besten Pommes, die ich kenne. Wunderbar. Preiswert. Nicht die Preise viel erhöht, auch nicht jetzt in der Krise, aber trotzdem ganz hervorragend. Die Pommes werden mit Liebe gemacht. Man spürt das. Man spürt, ob jemand etwas mit Liebe macht oder weil er es tun muss. Wenn ich etwas mit Liebe tue, dann kann ich auch die allergrößten Schmerzen ertragen, weil ich dann weiß, wofür ich es tue. Ich tue es für meine Seele, weil meine Seele es liebt, andere Menschen glücklich zu machen. Und wenn ich andere Menschen glücklich mache, dann bin ich natürlich selbst auch sehr glücklich. Wie oft verurteilen wir solche Menschen und versuchen dann immer wieder sowas Negatives zu finden, ne? Mit Hilfe von Breaking News. Dieser Star hat dieses Problem, der Star hat das Problem, dieser Sportler ist jetzt das. Lasst es doch sein.
Lasst es doch sein, andere Menschen zu verurteilen, euch mit dem Negativen zu umgeben. Versucht euch doch zu freuen an den schönen Dingen, die wir haben, und gönnt den herausragenden Talenten diesen Erfolg, den sie haben, gönnt es ihnen. Orientiert euch nicht an das Mittelmaß. Wir brauchen nur das Beste. Wir haben nur das Beste verdient. Und diejenigen, die dafür hart arbeiten, um das Beste zu sein, die haben auch unseren Respekt verdient.